bekannteste Marke Fendt, hauptsächlich für die Schlepper, die sie baut. Sehr gut vorstellen kann man sich, wenn man einfach einen Schlepper anschaut, alles was grün am Schlepper ist, was der Kunde sieht, kommt aus Bäumen ein. Seit 1997 gehört die Marke Fendt zur Echo Corporation. Aus dem ehemaligen Traktorhersteller ist ein Landtechnikunternehmen mit Fullline-Programm geworden. Durch die sehr hohe Nachfrage waren wir natürlich auf der Suche, unseren Output zu erhöhen. Die große Challenge für uns war aber auch noch, das Ganze auf der bestehenden Fläche zu realisieren. Fendt nutzt sehr viele Prozesse auf unseren Trumpfmaschinen, vom Stanzprozess bis zum Laserschneidprozess und neuerdings eben auch das direkte Schneiden vom Coil auf der TruLaser 8000 Coil Edition. Der Laserschnitt vorher war ganz konventionell mit einer 2D-Laserschneidanlage. Durch den Palettenwechsel haben wir im Jahr ca. 600 Arbeitsstunden verloren. Die Produktionszeit im Vergleich zur konventionellen Laseranlage hat sich um ca. 14% erhöht. In unserem alten Prozess mussten wir 5 Blechpakete bewegen für das, was wir jetzt einen Coil bewegen müssen. Wir tauschen 5 Staplerfahrten gegen einen Granhub aus. Damit sparen wir uns rund 2400 Einlagerfahrten im Jahr. Der Hauptunterschied, wenn man Coil und Tafelware vergleicht, ist, dass wir bei jeder Tafel natürlich ein Ende haben nach ca. 3-4 Metern. Wenn wir vom Coil arbeiten, können wir quasi unendlich Material der Maschine zuführen. Bei der Nutzung von Coilmaterial können wir selbst sehr große Bauteile aneinander schachteln, sodass wir also das Material hocheffizient ausnutzen. Durch die effizientere Materialausnutzung der Coil-Laseranlage sparen wir uns ungefähr 20% Fläche im Jahr. Durch die hohen Einsparungen der Anlage in puncto effizientere Verschachtelung hat man natürlich auch sehr geringe Amortisationszeit. Durch die hohe Effizienz der Anlage und den damit verbundenen hohen Output kann man Fertigungsfläche eigentlich nicht effizienter nutzen. Wir wollten mehr Output beim Laserschneiden und den haben wir von Trumpf auch bekommen.